Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren GIMP-Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie man solch ein Wallpaper erstellt. Dazu gehen wir als erstes auf Dateien neu und erstellen uns ein neues Bild mit den Maßen 640x480. Jetzt gehen wir auf Filter, Render, Wolken, Plasma und geben dort folgende Werte ein: bei zufälliger Anfangszahl 10.000 und Turbulenz 7 und klicken auf OK. Danach gehen wir auf Farben, entsättigen, es funktioniert übrigens wieder, und klicken einfach auf OK. Jetzt gehen wir auf Filter, Allgemein und Erweitern. Und jetzt drücken wir ungefähr 30 mal STRG und F. Gut, ich bin bei 30 angelangt und jetzt machen wir gleich weiter. Wir gehen auf Filter, Abbilden, nahtlos machen. Jetzt gehen wir auf Filter, Verbessern, Schärfen und geben hier die Werte oder geben den Wert 85 ein und klicken auf OK. Jetzt gehen wir auf Farben, Farbabgleich und stellen hier folgende Werte ein. Die habe ich mir schon mal fertig gemacht. Bei Glanzlichter, bei der ersten Zeile minus 65, bei der zweiten minus 40 und bei der dritten 20. Bei der Punktmitten, bei der ersten Zeile 0, bei der zweiten 30 und bei der dritten 50. Und bei dem letzten Schatten, erste Zeile minus 50, zweite 30 und dritte auch 30. Und dann klicken wir auf OK. Jetzt gehen wir wieder auf Filter, Weichzeichnen, selektiver Gaußscher Weichzeichner. Und geben hier folgende Werte ein. Einmal Weichzeichenradius 5 und Max Delta 13 und klicken auf OK. Jetzt drücken wir STRG, Shift und D und duplizieren damit die Ebene. Das könnt ihr aber auch mit dem Symbol hier machen. Oder Rechtsklick auf die Ebene und dann kommt das gleiche dabei raus. Jetzt gehen wir auf Filter, Weichzeichnen, Gaußscher Weichzeichner und geben hier die Werte 10 ein und OK. Jetzt stellen wir hier den Modus bei der Hintergrundkopie auf nur aufhellen ein und jetzt seht ihr, dass hier die Linien leuchten. Gut, das war's zu dem Wallpaper. Jetzt könnt ihr natürlich noch einen Schriftzug hinzufügen. Wie ihr das gerne hättet. Falls ihr euch wundert, warum ich so langsam schreibe, das liegt am Mikro. Ich kann nur mit einer Hand schreiben. Jetzt könnt ihr den Ebenenmodus auf Überlagern zum Beispiel stellen, dass es so ein bisschen durchsichtig schimmert. So. Und fertig ist euer Wallpaper.
Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Schokomuffin777.